Dieser russische Pilot stellt sich mutig gegen Putin. Schon das Wort Krieg ist in Russland strengstens verboten. Wer Putins blutige Ukraine-Invasion nicht Sonderoperation nennt, dem drohen Gefängnisstrafen. Doch immer mehr Menschen setzen sich gegen die einseitige Berichterstattung und die Anordnungen der Kreml-Propaganda zur Wehr. In diesem Video sehen wir einen Piloten der staatlichen Fluggesellschaft Pobeda, einer Tochterfirma von Aeroflot. In seiner Lautsprecheransage über das Bordmikrofon spricht er sich klar gegen den Krieg in der Ukraine aus, auf Russisch und auf Englisch. Ich denke, der Krieg mit der Ukraine ist ein Verbrechen. Wir sollten diesen Krieg nicht fortsetzen. Wir müssen ihn sofort beenden. Denken Sie nicht, dass dies Russland ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Von den Passagieren an Bord gibt es Applaus. Offenbar denken viele Russen genau das, was der Pilot ausspricht. Sie wollen nichts mit den Gräueltaten von Putin zu tun haben. Als Angestellter eines Staatskonzerns bringt sich der Pilot mit diesen öffentlichen Äußerungen in große Gefahr. Doch sein Video verbreitet sich rasend schnell in den sozialen Medien und damit auch der Wille nach Frieden und Freiheit. It's crime. We should not continue this war. We must stop it immediately. We don't need this bloodshed. Thank you for attention.